Arminia Bielefeld hat sich vorerst in der Spitzengruppe der zweiten Fußball-Bundesliga festgesetzt. Die Ostwestfalen besiegten Dynamo Dresden mit 2:1, 2:0 und kletterten nach zwei Spielen mit 4 Punkten zumindest bis zum Sonntag auf Platz 3. Joan Simon Edmundsen, 27. und Fabian Klos, 33. sicherten den Gastgebern mit ihren Toren vor 19.409 Zuschauern den Heimsieg. Für die Gäste traf Erich Berko kurz vor Schluss, 86. Dresden hatte nach dem Auftakterfolg gegen den MSV Duisburg 1:0 einen Punkt weniger auf dem Konto als die Bielefelder. Nach einer Gedenkminute für Bielefelds langjährigen Stadionsprecher Lothar Butkus, der im Alter von 71 Jahren verstorben war, waren die Gastgeber von Beginn an die bessere Mannschaft. Neuzugang Edmundsen besorgte mit seinem zweiten Saisontreffer die Führung, dann legte er mustergültig für Torjäger Klos das 2:0 auf. Dresden wurde in der ersten Halbzeit lediglich durch einen Distanzschuss von Haris Doljevic, 35. gefährlich. Nach dem Wechsel zogen sich die Gastgeber zunächst etwas zurück, Dresden wurde stärker. Nach dem Anschlusstreffer vergaben die Gäste in der Nachspielzeit zwei große Möglichkeiten zum Ausgleich. Erst vergab Röser aus wenigen Metern, anschließend traf Nikolaou nur den Pfosten.